Kanal Blackbird Live ist für die Werbung von Progenerica nicht verantwortlich. Progenerica-Werbung wird 1:1 wiedergegeben. Dies ist nicht die Meinung unseres Kanals. Konsequenzen der Arzneimittelengpässe. In Apotheken und Krankenhäusern fehlt es immer häufiger an wichtigen Medikamenten, von Schmerzmitteln bis zu Antibiotika. Viele Mittel sind Wochen oder Monate lang nicht erhältlich. Krankenhäuser können in diesen Fällen mangelnder Versorgungssicherheit eine optimale Behandlung für Patienten nicht mehr anbieten. So kann es mitunter passieren, dass Ersatzmedikamente unerwünschte Nebenwirkungen haben und Krankenhäuser die notwendigen Arzneimittel selbst herstellen oder sie gegen Aufpreis aus anderen EU-Ländern importieren müssen. Ursache von Lieferengpässen. Engpässe können bei einer von Arzneimitteln vorkommen und haben unterschiedliche Gründe. Je weniger Hersteller es für ein Medikament gibt, etwa aufgrund komplexer Herstellungsprozesse, desto anfälliger wird die Liefersicherheit. Das wird beim Auswahl eines Herstellers besonders spürbar. Umso wichtiger ist es, die Vielfalt der Anbieter für eine nachhaltige Versorgung zu erhalten. Weitere Faktoren für Engpässe sind Preise, Regulierungsmechanismen, wie etwa Rabattverträge. Jeder dieser Verträge stellt eine zusätzliche Marktverengung dar. Denn von den Anbietern eines Medikaments wird oftmals nur ein einzelnes Unternehmen ausgewählt und trägt dann die gesamte Verantwortung für die Versorgung. Hinzu kommt der Kostendruck der Hersteller zu einer kontinuierlichen Verschlankung von Prozessen und Produktpaletten zwingt. Steigende regulatorische Anforderungen erhöhen zudem die Qualitäts- und Produktionsanforderungen. Grüß Gott! Meine Damen und Herren, mein Name ist Bernhard Feilzer. Ich bin Direktkandidat für den Bundestag im Wahlkreis 224. Das betrifft Starnberg, Landsberg und Germering von der Partei der Linken und bin hier im Kreis sehr gut verankert. Vor kurzem erreichte mich plötzlich eine Medikamentenpackung, relativ klein. Was soll eine Medikamentenpackung für mich, der ich derzeit nicht an irgendeiner besonderen Krankheit leide? Dann hat sich nach einem Überraschungsmoment beim Auspacken bewiesen, es sich um die Firma Progenerica in Berlin handelt, die im Vorfeld anscheinend schon auch die Bundestagskandidaten nicht nur die schon im Bundestag sitzenden Abgeordneten beeinflussen möchte, sondern schon im Vorfeld sich ganz gezielt an alle, scheinbar an alle Bundestagskandidaten für die diesjährige Wahl 2017 wendet, um sie in Lobbyarbeit zu beeinflussen, dass sich ihre Probleme oder ihre Sicht wirtschaftlichen Darstellungen auch schon auf uns einprägt. Es ist für mich ein ganz bezeichnender Moment, dass jetzt versucht die pharmazeutische und die chemische Industrie sich schon im Vorfeld an alle Kandidaten wenden möchte, um ihre Position darzustellen, um ihre Lobbyarbeit bis ins Kleinste in die Abgeordneten einzubringen. Wir sollten wirklich bemüht sein, Träger von öffentlichem Interesse dann als Abgeordnete eben nicht mehr dieser Lobby solche Möglichkeiten bieten und die überall Einfluss im Bundestag bei den Abgeordneten und bei den Bürgern auf diesen Wege versucht Einfluss zu nehmen. Diese Bühne sollten wir ihnen nicht mehr bieten.